So, jetzt wollen wir uns mal bei jemandem erkundigen, der die Mieterinteressen vertritt. Hans-Joachim Witzke vom Deutschen Mieterbund in Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ist für Sie Enteignung ein geeignetes Mittel? Na, zumindest ist mal eine interessante Diskussion, die hier vom Zaume gebrochen wurde. Ich glaube, dass das allenfalls in Extremfällen für große Wohnungsunternehmen gelten kann oder könnte, die sich tatsächlich also gegen die Allgemeinheit verschworen haben zum Nutzen ihrer eigenen Pründe und zum Nutzen ihrer eigenen Aktionäre. Man darf ja auch bitte nicht verkennen, auch wenn man dem Deutschen Mieterbund und den Mietervereinen angehört, dass ein Großteil der Vermieterinnen und Vermieter, der allergrößte Teil ist ja auch in privater Hand, sich fair gegenüber den Mieterinnen und Mietern verhalten. Insofern können die ja ohnehin nicht gemeint sein. Außerdem meine ich, wenn man etwa am Beispiel Berlins entschädigen müsste, etwa zu dem derzeitigen Wert, dann wendet das Land Berlin am Ende 7-mal so viel auf, wie es seinerzeit erlöst hat, als die Wohnungen sicherlich auch der Not gehorchend veräußert hat. Herr Witzke, nun ist es ja andererseits so, dass eigentlich ja nun die großen Unternehmen davon betroffen sein könnten. Auf die fällt ja der Blick, weil dort nicht nur sehr, sehr hohe Mieten gefordert werden, sondern weil da auch eine gewisse Marktmacht entsteht. Müsste man sich dann nicht doch mit diesen Unternehmen mal zusammensetzen und sagen, also es kann ja nicht nur ein rein materielles Interesse geben? Ja, sicher. Aber zusammensetzen hilft, glaube ich, nicht. Wir als Mieterverbände sitzen auch mit den Entscheidungsträgern, auch mit Vorstandsvorsitzenden zusammen. Das, was wir da austauschen, stellt sich aber in der Realität und im Alltag anders dar als nach den Treffen, die wir da geführt haben. Sie müssen sehen, dass es viele von diesen Unternehmen gibt, die sind darauf angewiesen, dass sie 7, 8, 9, 10% der Gewinnsteigerung im Jahr haben, und das müssen sie über die höheren Mieten realisieren. Das realisieren sie leider auch dadurch, dass sie Modernisierungen vornehmen, die nach unserer Rechnung zweifelhaft sind, wo ohnehin notwendige Instandsetzung, Instandhaltung als Modernisierung ausgegeben werden und ja im Moment mit 8% pro Jahr beaufschlagt werden können. Also diese Kosten können und bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu 8% in jedem Jahr auf die Mieten aufgeschlagen werden, auch wenn die Herrschaften sich selber für 2% heutzutage oder weniger auf dem Kapitalmarkt refinanzieren. Das geht alles zum Lasten der Mieterinnen und Mieter. Und solche Unternehmen haben ja in der Regel auch ehemals kommunale oder firmengebundene Unternehmen erworben. Und in diesen sind traditionell eher diejenigen zu Hause. Noch sind sie zu Hause, solange sie nicht vertrieben werden durch steigende Mieten, die ohnehin mittlere, kleine Einkommen haben und resultieren daraus auch mittlere, kleine und manchmal sehr spärliche Renten. Und wenn die dann über das Maß belastet werden, dann ist das am Rande dessen, was erträglich ist und was in dieser sozialen Marktwirtschaft auch zugelassen werden sollte. Aber schauen wir doch mal auf einen anderen Bereich. Also diejenigen, die investieren wollen, die stehen im Zweifelsfall ja nicht vor Finanzierungsproblemen, sondern eher vor Problemen des Baurechts. Ist denn da nicht mehr zu tun? Ja, das diskutieren wir auch. Es gibt ja viele Kommissionen, in denen wir unsere Zeit vertun. Und die Ergebnisse sind spärlich, beziehungsweise deren Umsetzung ist mehr als schleppend. Man kann sich also überlegen, dass man auch mal davon abkommt, dass man für jedes einzelne Haus eine Planung machen muss. Man könnte sich ja auch mal vorstellen, dass man Typen von Gebäuden plant und die dann auch errichtet. Und es gibt dann möglicherweise von der Verwaltung Typengenehmigungen. Und dann baue ich das Gleiche, was ich in Dorsten baue, baue ich auch in Dortmund, in Duisburg, in Düsseldorf und in anderen Städten, die mit D anfangen oder mit jedem beliebigen Buchstaben aus dem Alphabet. Aber jedes Mal fängt man wieder von vorne an mit Genehmigungen. Dabei sehen am Ende die Häuser nicht wesentlich anders aus, als wenn sie auch mal seriell gefertigt werden würden. Und vielleicht werden sie auch vorgefertigt. Das ist auch nicht mehr das, was man als Platte diskriminiert. Und selbst wenn sie hochpreisige Wohnanlagen haben, dann sind sie am Ende auch zusammengesetzt durch eine Reihe von vorgefertigten Betonteilen. Und die werden dann häufig durch höhere Räume aufgewertet und dadurch, dass man noch ein bisschen künstlichen Stuck an die Decken bringt. Herr Witzke, ganz herzlichen Dank für Ihre Erläuterung, Ihre Stellungnahme. Dankeschön.